Ackmanns Kiosk befindet sich in direkter Nähe zu unserer Schule. Das abwechslungsreiche Angebot und die sonnigen Sitzgelegenheiten ziehen täglich viele Kinder und Erwachsene an. Deshalb haben wir Gökhan, den Besitzer, interviewt. Wie lange haben Sie den Kiosk schon? Seit 10 Jahren ungefähr. Welche Leute kaufen bei Ihnen so ein? Wir haben hier Schulkinder, wir haben Erwachsene, wir haben Rentner, wir haben Bauarbeiter. Sozusagen alle, die in der Umgebung wohnen, kommen bei mir einkaufen. Welche Waren bieten Sie an? Wir haben zum größten Teil Tabakwaren, direkt hinter mir. Ansonsten Brötchen, Croissants, belegte Brötchen. Dann geht es rüber zu den Getränken, auch ein Großteil des Ladens. Ja, und nebenbei haben wir dann auch so kleine Fertiggerichte, Dosen und so weiter. Haben Sie Spaß an diesem Job? Ja, natürlich. Ich habe sehr viel Spaß an dem Job. Sonst könnte man das nicht 7 Tage die Woche aushalten, sag ich mal. Ich mag den direkten Kontakt zu den Kunden. Es ist schon fast wie eine Familie hier geworden. Die Schulkinder kennen fast alle meinen Namen. Es ist lustig mit denen und so weiter und so fort. Es macht mir Spaß. Wenn es keinen Spaß machen würde, würde ich das nicht aushalten. Der Druck ist nämlich zu hoch. Also alles, was hinter der Kasse hier abläuft, die Organisation und so weiter und so fort, ist so hoch, da hat man so viel Druck auf den Schultern, dass man ohne Spaß das nicht aushalten könnte. Welche Waren sind bei Schülern besonders beliebt? Das sind alle Produkte von Haribo, also Süßigkeiten, bis hin zu Schokolade. Dann haben wir natürlich im Sommer Eis, Kratzeis ist sehr beliebt und Donuts, Capri-Sonnen, Getränke natürlich. Und ab und zu auch so Spielsachen wie Schleim und so weiter ist zurzeit total angesagt bei den Schulkindern. Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? Oh, also Anfang der 90er, ja, hat der Laden meinem Vater gehört. Mitte der 90er, nach der Schule, habe ich eine Ausbildung gemacht zum Elektroinstallateur. Danach habe ich mal da gearbeitet, mal hier gearbeitet und so weiter. Und irgendwann kam ich wieder auf den Laden zurück. Quasi bin ich in den Job hineingeboren eigentlich. Als kleines Kind war ich auch immer hier hinter der Theke, habe meinem Papa geholfen, meiner Mama geholfen. Und jetzt führe ich es hauptsächlich und meine Eltern helfen jetzt mir nebenbei. Hineingeboren, sagen wir.